Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Test. Heute gibt es den D-Böller-China-Böller-Vergleich. Wir haben hier sämtliche China-Böller am Start. Und Komet, Keller, Weko, Nico, Supercracker, ältere Thundercracker haben wir hier. Wir haben hier vom Pyroland welche, Superböller 2, auch Keller wieder, Superböller 2, Superböller A, Funke, China-Böller A müssen das sein. Oder? Ja, genau, Funke, China-Böller A. Wir schauen und checken mal, welcher Böller ist am besten oder am stärksten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den kleinen Pyrocrackern an. Hier haben wir zwei Pyrocracker. Einmal Leslie und einmal von Keller. Ich würde sagen, ich zünde und schmeiße die einfach mal alle vorne hin. Und wir schauen jetzt mal von den beiden, welcher noch einigermaßen abräumt. Ich muss sagen, da gibt es schon schlechtere, die waren gar nicht so schlecht. Die finde ich jetzt ziemlich leicht irgendwie, von Leslie. Schauen wir mal, wie die sind, weiß-rot. Bin mal gespannt, welcher jetzt von denen besser war. So, die ersten waren von, hier war Leslie, ich glaube, von Keller. Also die ersten Pyrocracker haben schon mal gewonnen. So, jetzt würde ich sagen, machen wir den D-Böller-Vergleich. Hier haben wir D-Böller. Fangen wir einfach mal hier an. Mit denen. Schaut aus wie, keine Ahnung, welche das sind. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer das weiß. Kann auch Leslie sein oder China-Böller D, Pyro A von Pyroart. So, schauen wir mal, wie die so abgehen. Ganz ordentlich, sehr gut sogar. Haben mir jetzt gefallen. Gleich hinterher machen wir die von Komet. Das war das Einzige, was ich an Komet gut finde, sind, glaube ich, noch die China-Böller. So, ich würde sagen, ein Tick lauter waren die ersten. Jetzt gehen wir auf die X-Explode China-Böller D. Schauen wir mal, wie die so sind. So. Haufen Tonerde. Überraschend gut. Haben mir jetzt ganz gut gefallen. Jetzt geht's weiter mit dem Nico. So, machen wir mit dem Nico weiter. Oh, der erste war sehr gut. Gar nicht so schlecht. Dann machen wir nochmal von Komet, haben wir hier andere. Schauen wir mal diese. Da kommt schon der Rotz raus. Schauen wir mal, wie die so knallen. Schlecht. Der war besser. Der war auch gut. Der war der Beste. So, dann haben wir noch einmal hier welche. Zünden wir mal die. Das ist auch nicht, das ist Leslie wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal schnell. Weiß nicht, welche das sind, aber können Sie in die Kommentare schreiben.
Schlecht. 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 Dann gehen wir mal auf die hier. Chinabölle. Schauen wir mal, wie die so sind. Etwas lauter. Ganz okay. Da haben wir hier noch Keller. So. Ups. So, jetzt haben wir die vier Batzen. Würde ich sagen, feuerfrei. Da muss ich sagen, die waren jetzt am schlechtesten von allen. Und zuletzt machen wir noch die hier von Weco. Bin ich sehr gespannt, ob die noch gut sind. Weil die waren, fand ich früher auch immer gut von Weco. Und dann kam überraschend irgendwie Komet immer besser. Schauen wir mal jetzt, wie die sind. Ganz okay. Ja. Ich könnte so meinen sogar, dass die jetzt die lautesten waren von allen, die Weco. Okay, dann würde ich sagen, geben wir mal den Supercracker eine Chance gegen die Thundercracker. Oder? Fangen wir mal den kleinen an. Ja. Mit die falsch rum. So, jetzt. Schaut mal hier rein, so sehen die aus. Schauen wir mal, ob die noch zünden. Ich würde jetzt sagen, nicht so gut. Gibt es bessere. Der war schön. Schöner Schnipsel. Haben schön geschnipselt. Jetzt gibt es die Thundercracker hinterher. Chinabölle B. Sehen sehr lustig aus. Aber die sollen nicht lustig aussehen. Die sollen ja auch knallen. Schaut euch das an. Schaut doch lecker aus. Richtig nice. Bin ich mal gespannt auf die jetzt. Sehr gut. Ordentlichen Druck. Zerfetzen ordentlich. Das waren jetzt ganz ordentlich. So. Oh, jetzt habe ich die vergessen. Das sind auch Chinabölle D. Haben wir hier einmal von Diamond. Die müssen auch gut sein. Der vorletzte war am lautesten. Bin gerade enttäuscht von denen. Zu vielen. Und das sind die von Pyroland. Und das sind die von Pyroland mit den Namen. Hier haben wir irgendwo Pyroland stehen. Hier Pyroland. Und jetzt zünden wir mal den Maximilian und ich weiß, dass die sehr gut sind. Die ballern richtig. Die haben ordentlich Druck. Der war schlecht. Der war ordentlich. Der war der Beste. So. Ich würde sagen, die kleinen Funken machen wir zuletzt. Die sind wahrscheinlich auch sehr gute. Nicht wahrscheinlich, die sind sehr gute. Dann würde ich sagen, geht es mit den Thundercracker weiter. Superböller 2. Die habe ich noch. Ich habe mal so alle Kinderböller raus, was ich so habe. Einfach mal hier einen schönen Vergleich, dass man mal sieht, so wie die Böller sind heutzutage noch.
erste ging nicht. Den schaue ich mir gleich nochmal an. Muss ich sagen, da ist ein Dbeller lauter. Leider nichts. Ist keine Zündschnur mehr dran. Dann gehen wir auf die Keller. Super Baller B Keller Attacke. Haben ordentlich Gewicht. So sind die aus. Tonerde drin. Sind irgendwie steinhart. Also die überraschen mich. Könnte man jetzt denken, dass die richtig ballern, aber das glaube ich eher nicht. Schauen wir mal. Oh ja, sind ganz ordentlich. Aber wie? Sind ja echt geil. Der war nix. Jetzt gehen wir von Panda, Super Baller 2. Weiß nicht von wo ich die habe, die habe ich auch noch gefunden. Bin ich sehr gespannt, wie die jetzt so sind. Habe ich früher nie gezündet. So sehen die aus. Auch wieder mit Tonerde. Und die fühlen sich jetzt nicht so hart an wie die ersten. Auch ganz ordentlich. Ja. Ich würde sagen, genauso gleich wie die anderen. Jetzt haben wir noch Super Baller A von Keller. Die vorletzten. Hauen wir die noch rein. So sehen die aus. Jetzt gibt es die noch auf den Nacken. Gehen auch, klar. Und jetzt gibt es noch die China Bölle A. P1, 6 Stück. Schauen wir mal, was die so können. Ihr wisst ja, wie Funky Bölle sind. Schaut euch das an. Richtig geil. Lange Zündschnur, eine sehr lange Zündschnur. Sehr, sehr lange Zündschnur. Bäm, die ballern alle weg. Die ballern alle weg, alle D-Böller haben die jetzt weggeballert. Da hält kein einziger fetter D-Böller Superböller mit. Gebt euch mal das, die kleine Größe. Ist der Wahnsinn. Schaut mal, wie der schnipselt, das ist doch der Hammer. Ein Hammer vielleicht noch. Eine andere. Und jetzt gibt es den Eimer. Das ist der Wahnsinn. Die kleine Größe hat alle die Böller. Also Funke China Böller A hat alle Super Böller und die Böller. Ihr wisst, was ich meine. In dem Sinne, hat euch das Video gefallen, lasst mir gerne einen Daumen da, Daumen nach oben da, lasst mir gerne ein Abo da. Und wir sehen uns wieder Sonntag 8 Uhr. Haut rein und ciao.